Tja, das war's schon. Ich bedanke mich für dieses Interview. Und wenn ich das auch im Namen unserer Leser noch sagen darf, Sie sind eine faszinierende Frau und Modeschöpferin. Danke. Nicht ein kleiner Hinweis, was uns heute erwartet? Ich glaube, da müssen Sie wohl zu unserer Show kommen. Na, Sie machen es aber diesmal wirklich spannend. Die Modewelt blickt gebannt auf LCL. Ja, Sie können sich auch auf eine Überraschung gefasst machen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bis später. Hey. Hey. Was machst du hier? Ich dachte, du bist wegen der Präsentation total eingespannt. Ich habe gerade noch ein Interview gegeben. Ach so. Und ich dachte, ihr wollt von der Präsentation noch gar nichts verraten. Haben wir auch nicht. Ich habe nur so ein paar Krümel gestreut. Ich glaube, er hat sich mehr erhofft. Und? Aufgeregt? Ja, schon ein bisschen. Ja, eigentlich sogar sehr. Du konntest mich immer von der Show beruhigen. Naja, ich habe dich einfach nur mit Sex abgelenkt. Hat jedenfalls funktioniert. Ich bin wirklich sehr stolz auf dich. Ohne dich wäre ich nicht so weit gekommen. Das ist lieb, aber nicht wahr. Dein Talent und dein Ehrgeiz haben dich dahin gebracht, wo du jetzt bist. Wenn du möchtest, kannst du doch auch zur Show. Showstopper-Kleid, was wir heute Abend zum ersten Mal präsentieren. Aber wenn ihr das Kleid heute Abend zum ersten Mal präsentiert, wie kann es die Dame denn schon tragen? Ich weiß es nicht, aber ich will es herausfinden. Und? Ich hatte recht, ich erkenne doch meine Entwürfe. Also ist es dein Kleid? Es ist jetzt nicht mein Kleid, es ist eine Kopie, aber... Besonders schlechter auch noch. Ja, aber wer kopiert denn einfach dein Kleid? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendeine Freundin hat es ihr genäht. Und hat sie gesagt, wer? Nein, sie wollte mir natürlich nicht ihren Namen sagen, aber ich wollte sie jetzt auch nicht in der Öffentlichkeit aus ihr rausprügeln. Hat doch eh keinen Sinn. Denkst du, es ist vielleicht eine von der Näherin? Ich habe keine Ahnung. Ich kann wirklich nur hoffen, dass das niemand mitbekommt. Stell dir mal vor, die Presse kriegt das mit. Ich werde herausfinden, wer das war. Und derjenige kann sich warm anziehen. Ich hätte das wirklich niemandem zugetraut. Schon gar nicht Jessica. Ich wusste sofort, dass sie es war. Sobald sie ein Outfit sieht, das ihr gefällt, da setzen die letzten paar Gehirnzellen aus. Sie hat bestimmt einfach nicht richtig nachgedacht. Manchmal ist sie wie ein kleines Kind im Süßigkeitenladen. Sie sieht was und dann muss es eben unbedingt haben. Ja, und ich musste sie jetzt suspendieren. Ja, aber sie hätte nie gerafft, dass sie etwas falsch gemacht hat. Wahrscheinlich hat sie einfach nicht richtig aufgepasst. Marlene, sie hat ein Kleid aus der Firma mit nach Hause genommen. Sowas ist absolut verboten. Das kann die Präsentation ruinieren. Weiß eigentlich irgendjemand außer dir, dass dieses Kleid da draußen schon rumläuft? Nein, zum Glück nicht. Und ich hoffe, es bleibt dabei. Wenn die Presse davon erfährt, ja, dann war alles umsonst. Da können wir nicht wieder von vorne anfangen. Ach, Scheiße! Wer trinkt denn hier schon wieder Kaffee am Arbeitsplatz? Rebecca, ganz ruhig. Ist ja nicht so schlimm. Haben Sie vielleicht ein Kehrblech? Ja, jetzt holen Sie doch mal ein Kehrblech, bitte. Stress? Kein Ausdruck. Hey, du hast dir jedes Mal Sorgen gemacht, ob alles gut geht. Und am Ende wird es immer ein Riesenerfolg. Ja, diesmal ist es aber anders. Ricky Pflock hat rausbekommen, dass unser Showstopper-Kleid kopiert wurde. Er hat die Frau in dem Kleid sogar fotografiert und hat es bei der Pressekonferenz rumgezeigt. Das darf doch nicht wahr sein. Wie hast du reagiert? Naja, ich habe natürlich abgestritten, dass das unser Kleid ist. Aber wir können es nicht weglassen. Die Leute erwarten am Ende der Show ein Highlight. Und jetzt will Tanja, dass ich ein neues mache. Und das sollst du jetzt einfach so aus dem Ärmel schütteln, oder wie? Rebecca, wichtig ist doch eigentlich nur, dass das Kleid, das ihr heute Abend präsentiert, anders aussieht als das Kleid, das Ricky Pflock heute fotografiert hat. Stimmt. Ich könnte einfach ein paar Änderungen vornehmen. Bisschen am Ausschnitt, Länge, Raffung. Dann könnte es völlig anders aussehen.
Und dann hat dieser Reporter sich eben einfach geirrt. Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Danke, Marlene. Jetzt brauche ich einfach nur noch ein bisschen mehr Zeit.